SWM kämpfen leider immer noch mit einem verstaubten Image. Und so verstaubt sind wir aber gar nicht. Und dementsprechend gilt es jetzt eben, dieses Image aufzubrechen und zu zeigen, wie cool wir bei den SWM sind. Und Twitch hilft uns dabei. Die Vorbereitung des Projektes sah so aus, dass wir mit einer Agentur in Kontakt getreten sind, die uns dann die Streamerin Lisa Chantal empfohlen haben. Wir hatten dann ein paar Vorbereitungstermine, in denen wir unter anderem das Spiel auch geplant haben, welches wir mitnehmen möchten in die Streams. Wir haben uns hier für Satisfactory entschieden. Das ist ein Planungs- und Simulationsspiel und mit Elementen der Energiegewinnung. Wir haben dann die Vorbereitung des Livestreams aus der Zentrale so angegangen, dass die Fachbereiche sich überlegt haben, was sie denn der Community zeigen möchten, und haben dann hier eine kleine Agenda für den Tag erstellt. Der Tag selber war dann komplett frei von dem, was sie erzählen möchten, welche Erfahrungen sie berichten wollen und auch wie sie auf die Fragen der Community eingehen, denn der Chat lief die ganze Zeit mit und konnten somit möglichst interaktiv auch mit der Community hier in Austausch gehen. Der Austausch mit der Community hat sehr gut funktioniert, weil die Streamerin das eben so ein bisschen als Vermittlerin gemacht hat und da konnten wir einfach die Fragen sehr gut beantworten. Der Austausch mit der Community war super, also es wurden sehr, sehr viele interessante Fragen gestellt und man hat auch gemerkt, dass die Leute sehr interessiert waren. Begeistert hat mich daran, wie viele es interessiert hat, wie so eine Ausbildung abläuft, also wie viele Fragen letztendlich auch gestellt wurden, fand ich super, ja. Mich hat es total begeistert, wie schnell Community Building möglich ist, wie schnell wir in den Austausch gekommen sind mit den ZuschauerInnen und wie schnell auch Fragen gestellt worden sind, wie schnell gemeinsame Interessen gefunden worden sind und wie schnell einfach diese Nähe entstanden ist. Die Leute waren interessiert und wenn nicht so, wie könnten wir noch näher an der Zielgruppe dran sein? Überrascht hat mich, dass wir ja doch oft mal die Location gewechselt haben und es mit der ganzen Livestream-Verbindung ununterbrochen funktioniert hat. Was ich für mich mitgenommen habe, dass wir ein noch diverserer Konzern sind, als ich eigentlich gedacht habe. Also wir haben dann da noch ein paar andere Abteilungen mit kennengelernt und es war schon sehr, sehr cool und sehr informativ und aufschlussreich. Mich hat an dem Projekt jetzt besonders begeistert, einfach zu sehen, wie die Kolleginnen und die Kollegen und die Streamerin gemeinsam vor der Kamera agiert haben, wie viel Spaß sie dabei hatten, auch mit der Community in den Austausch zu gehen und einfach auch zu sehen, wie viele positive Rückmeldungen kamen. Also ich finde, im Großen und Ganzen hat alles viel Spaß gemacht. Was ich besonders toll fand, das war das gemeinsame Mittagessen. Da haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, uns ein bisschen besser kennengelernt und es war einfach eine super gelassene Stimmung. Am coolsten fand ich, dass wir danach, nachdem wir unsere Abteilungen vorgestellt haben, auf das Dach vom Olympiastadion gegangen sind. Das Dach, ja. Und ehrlicherweise das Interview im Bällebad, das war auch ganz lustig. Der Mehrwert für mich war, dass ich wieder unglaublich viel Neues gelernt habe. Ich glaube, es war einfach nur der Spaß, mit meinen SWM-Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten und was Cooles zu errichten, was es vielleicht so noch nicht gegeben hat. Auf jeden Fall würde ich wieder mitmachen. Fand das Projekt sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Es war eine super Erfahrung. Ganz klar. Auf jeden Fall. Die nächsten Projekte warten schon auf uns. Denn am liebsten folgen wir doch echten Menschen, mit denen wir uns identifizieren können, mit denen wir Sympathien aufbauen können, mit denen wir eine gewisse Nähe aufbauen können. Ich nehme für mich mit, dass die Stadtwerke definitiv nicht das letzte Mal auf Twitch unterwegs waren.